Willkommen zurück zu Fallout 4, Folge 31 oder sogar ein bisschen mehr, ich weiß es nicht. Wir haben eine Quest, glaube ich, bekommen in der letzten Folge, da müssen wir mal gucken. Selbstvertrauen ist alles, genau, mit Vadim sprechen. Stimmt, wo war denn der nochmal? Hinterzimmer. Brauchst du ein Zimmer? Nein. Ich will kein Zimmer. Wir können einfach die Quest aktivieren, wäre vielleicht auch mal ganz clever. Warst du schon mal in Stans? Ach, der ist da hinten, okay. Da können sich eine Menge Klamotten passen. Was willst du, Vadim? Ich bin froh, dass du mir helfen willst. Im Gegensatz zu meinem nichtsnutzigen Bruder. Travis ist ein guter Kerl. Er hat ein besseres Leben verdient. Und du eine bessere Lippensynchro. Ich helfe gerne. Okay. Also, Travis muss an sich glauben, ja? Daran glauben, dass mehr in ihm steckt. Weißt du, was das super funktioniert? Eine Kneipenschlägerei. Warst du schon mal bei einer dabei? Eigentlich glaube ich nicht, ne? Nö. Ich bin kein Schläger. Ich halte mich aus solchen Angelegenheiten raus. Was, wenn es einem guten Zweck dienen würde? Wärst du dann bereit dazu? Ich will hier im Dugout einen Kampf inszenieren. Nichts Großes. Wir wollen nur, dass Travis seinen ersten Kampf gewinnt und sich danach besser fühlt. Ich will, dass du dabei bist, damit es echt aussieht. Was meinst du? Klingt das gut? Ja. Ich bin dabei. Wann fangen wir an? Warum nicht so schnell wie möglich? Ich habe Kontakte. Leute, auf die ich mich verlassen kann. Sehen sehr gefährlich aus, aber für Geld gehen sie auch zu Boden. Sie fangen hier im Dugout Streit mit Travis an. Du mischst dich ein und sorgst dafür, dass er keinen Rückzieher macht. Dann machen du und Travis sie fertig. Wird nichts Ernstes. Und Travis wird sich danach besser fühlen. Ganz einfach, oder? Heute ist es zu spät, um die Sache noch zu arrangieren. Komm morgen Abend wieder, nach 6. Dann wird alles bereit sein. Okay, nach 18 Uhr mit Travis in Duckout. Wunderbaren Knochenbau. Komm doch mal im Mega Surgery Center vorbei. Okay, gut, dann werden wir jetzt erstmal zu dieser Schule gehen. Und dann sind wir soweit auch Alter. Das sieht doch appetitlich aus. Ja, dann werden wir mal weitersehen, ob wir das mit Travis jetzt dann sofort machen. Ich glaube, ja. Und dann, ja. Dann war es das endgültig. Erstmal in Diamond City. Dann machen wir nämlich die Hauptstory weiter. Yippie-yay. So, ab zur Schule. Ja, es stimmt. Ich habe letztes Jahr eine Kugel in den Hintern bekommen. Das ist eine lange Geschichte. Schulhaus. Die Schulhose. Zeit für einen kleinen Test. Oh, aber Mr. Zwicky, wir haben doch erst gestern einen Test geschrieben. Und seitdem haben wir eine Menge gelernt. Dieses Wissen wollen wir jetzt mit einem Test festigen. Aber ich bin müde. Ich erkenne bei allen unseren kleinen Gelehrten einen hohen Grad an Erschöpfung. Vielleicht kann der Test doch warten? Na gut, Sie haben gewonnen. Wir machen den Test später. Juhu! Ein Reisender. Tut mir leid, Sie sind hier falsch. Das hier ist eine Schule, kein Laden. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Schon in Ordnung. Es kommen hier nur oft Leute aus Versehen vom Markt rein. Das lenkt die Kinder immer wieder ab. Das hier ist aber ein öffentliches Gebäude. Sie können sich also ruhig umsehen. Oh, Mr. Zwicky. Sie sehen so müde aus. Wusstest du, dass ein Drummond wegen der Tram sich den Tag lieber freinehmen? Das stimmt wirklich. Und Sie hier mit all den Schülern allein lassen? Das würde ich Ihnen nie antun. Sie sind immer zu besorgt. Mir geht es gut. Ja, natürlich. Wenn du Wasser von draußen aus dem Commonwealth trinkst, wirst du krank. Das hat mir mein Freund Cheng erzählt. Ah, es ist jemand Neues zu uns gestoßen. Stellen wir einmal Ihre Rechenfähigkeiten auf die Probe.
Was ist 12 mal 15? Ach so, ich. Oh Gott. 12 mal 15. 150, 100, 4, hä? Moment, 12 mal 15? Also 15 mal 10 sind, also es sind schon 180, 180? Ja. Ganz genau. Ich sehe, Ihre Eltern haben Ihnen den Wert von Bildung vermitteln können. Familie ist wichtig, oder? Diese Liebe, von der die Kinder sprechen, ich glaube, sie brauchen sie, um lernen zu können. Ja. Ein Kind braucht sämtliche Liebe und Zuneigung, die man ihm geben kann. Oh, bitte. Ich wollte sie nicht durcheinander bringen. Wieso gibt es immer Tränen, wenn ich über diese Dinge spreche? Ich habe noch eine Frage, bevor Sie gehen. Es ist kein Test. Ich habe nur nicht so oft die Gelegenheit, mit Erwachsenen zu sprechen. Diese Liebe, von der ich immer wieder höre, kann man die auch für jemanden empfinden, selbst wenn die Person ganz, ganz anders ist als man selbst? Ja, Liebe überwindet ja eigentlich alles. Ich meine, es gibt auch welche, die lieben Gegenstände, was ich ein bisschen krank finde, aber sowas gibt es halt irgendwie. Wenn man jemanden liebt, sollte man die Person festhalten. Morgen könnte sie nämlich schon fort sein. Ich danke Ihnen. Sie haben mir geholfen, bei einer wichtigen Sache eine Entscheidung zu treffen. Roboter, Familie, Miss Edna? Alle Kinder hier sind für mich wie meine Familie. Aber Sie können sich gerne etwas umsehen. Es ist mir jedes Jahr eine Freude, mit anzusehen, wie sie größer werden und lernen. Und Mr. Zwicky, ist er wie eine Familie für dich? Wie ein Ehemann? Also, wir sind Kollegen. Wir verbringen viel Zeit miteinander. Ja, aber nicht mehr. Hey, Mr. Zwicky. Ich unterrichte gerade. Bitte entschuldigen Sie mich. Hey, Edna. Mr. Zwicky ist der Lehrer hier. Ist er nicht wunderbar? Ich meine, belesen. Brauchen Sie Hilfe bei den Hausaufgaben? Nein, ich glaube, ich bekomme das schon hin. Gut. Aber überfordern Sie sich nicht. Sie können immer gerne Fragen stellen. Manchmal machen wir Ausflüge ins Science Center. Das mache ich am liebsten. Warum Schlafanzug? Ich werde was lernen und dann durch die Welt reisen. Was für ein ehrlicher Tag zum Lernen, nicht wahr, Mr. Zwicky? Ja, natürlich. Freut mich, dass Sie hier sind. Was? Wirklich? Bist du nicht ein bisschen alt für die Schule? Ich könnte unmöglich alle Kinder gleichzeitig Ich sollte betreuen. Lernen. Sie sind wirklich ein unersetzlicher Teil der Schule. Oh, ach so, danke. Ich muss mit Ihnen über Ihren Aufsatz sprechen, Mr. Wallace. Ist super, oder? Nächstes Mal wächst dem Supermutanten Joe wahrscheinlich ein zweiter Kopf und dann streitet er mit sich selber. Sie sollten einen Aufsatz über die verschiedenen Tiere des Commonwealths schreiben. Ihrer enthält kein Wort über Brahmin, Redhirsche oder auch nur Meyerlurks. Oh, ein Meyerlurk. Das wäre ein toller Schurke für das nächste Kapitel. Supermutant Joe gegen den Fischkönig. Nun, als Lehrer sollte man wohl auch Kreativität belohnen. Okay, Das ist ja ein Wahnsinnstier, das du da hast. Was, ein Wahnsinnstier? Du meinst mein Hund? Mein Hund ist ein Hund, ganz normal. Das hat nichts mit Wahnsinnstier zu tun. Ah gut, okay, das war's auch schon. Ja, eigentlich ist die Schule hier sehr interessant, weil, ja, vielleicht werdet ihr das noch sehen. Vielleicht kommt das ja sogar bald. Recht bald. Müssen wir mal gucken. Achso, es ist nur eine Puppe. Ich würde ganz gerne wissen, wie spät es jetzt hier ist. Okay, Pete sieht aus wie Shang. Aber Shang ist ja der Wassertyp gewesen, das Wasserkind. Ich würde irgendwo gerne hier sitzen. Oder... Ja doch, sitzen. Ah! Hä? Och Mann. Ah, kann ich mich hier auf die Couch setzen? Kann ich ja theoretischerweise das da irgendwie... Nee?
Nee? Nee. Gut, dann setze ich mich mal und warte. So, wie spät ist es denn? Es ist 12 AM? AM? Okay, ich sehe es nicht als AM an, aber ist okay. Ja, aber es ist nachts, ne? Warum gibt es denn eigentlich die Nachtschule? Warten wir mal, bis es wieder ein bisschen heller ist. Hey, vielleicht sollten wir dir einfach eine Glatte. So, wer ist er hier? Achso, das ist der. Genieße deinen Aufenthalt in Diamond City. Und jetzt, entschuldige mich. Hat der schon wieder eine Rede gehalten? Also, wenn das jetzt hier nicht passiert, was ich. Ich kann da gar nicht rein. Warum geht das nicht? Ah, jetzt geht's. Wenn das nicht passiert, was ich denke mit der Schule, dann muss ich das leider erzählen. Mal gucken. Haben alle Fremden so komische Sachen an wie du? Hey, Edna. Oh, beachten Sie mich gern nicht weiter. Mit meinen einziehbaren Fingern bin ich manchmal so ungeschickt. Also, wer kann denn bis drei zählen? Meine Ruhe. Edna. Ich? Mr. Everett bereitet mich darauf vor, allein zu unterrichten. Aber ich habe es mir echt leid, dass ich das Spiel abgegeben habe. Aber erst war meine Katze krank und dann hat Everett meinen Stift geklaut. Meine Freunde sagen, dass Fremde stinken, aber du stinkst gar nicht. Gut ist. Sehr präzise, gut recherchiert. Mr. Zwicky. Aber stören Sie den Unterricht nicht. Keine Ursache. Und teilen Sie bitte. Komisch. Dass das nicht funktioniert, was ich vorhab, ist schon ein bisschen seltsam. Es geht nämlich um Edna, dem Roboter. So, jetzt bin ich auf dem Dach. Oh, hier ist ein Schulbus. Oh, ich bin entdeckt. Man kann es eh mitnehmen, aber von wem wäre ich denn jetzt entdeckt worden? Vom Hund oder was? Boah, ich könnte von hier überall rauf, glaube ich, wa? Theoretisch ja. Wer möchte gerne gut aussehen? Die neuesten Frisuren aus dem Commonwealth. Wer hat wirklich die Macht? Okay. Es passiert nicht das, was ich mir erhofft habe. Mir fällt noch was ein. Wir haben hier nämlich noch eine Quest. Und die ist hier vorne, bei ihm hier. Bei der Arbeit? Nicht die Farbe anfassen. Keine Sorge, mach ich nicht. Gut so. Die Mauer hält die bösen Jungs draußen. Wäre also nett, wenn du sie nicht verschandelst. Du könntest ein wenig Erziehung gebrauchen. Wie wäre es mit gemeinnütziger Arbeit? Warum könnte ich Erziehung gebrauchen? What the fuck? Ich helfe gern. Siehst du die Farbe hier? Es gibt nur einen Ort im ganzen Commonwealth, wo man die kriegt. Bei Hardware Town. Zerstörter Laden nicht weit westlich von hier. Wenn du mir eine Farbdose bringst, gibt's 100 Kronkorken auf die Kralle. Was sagst du? Nur wenn du noch was drauflegst. Ein guter Samariter macht seine Arbeit ohne rumzunerven. 100 Kronkorken und keinen mehr. Ich bin kein guter Samariter. Na gut, okay, komm. Farbe besorgen. Ich bin dabei. Das mag ich mal. So, die bunte Stadt. Suche im Baumarkt nach Farbe. So, und jetzt sind wir ja eigentlich soweit fertig. Achso, das war sogar ein sonstiges Ziel. Oh, wusste ich gar nicht. Das habe ich nicht gewusst. Wer bist du denn? Achso, Ansässige, ja. Was auch sonst. Vielleicht sollten wir hier mal bis abends warten. Irgendwo. Wo immer man noch warten kann. Ich habe beim Sofa gewartet vorher, ne? Ich glaube, mit einem kurzen Schnitt würdest du. Gut, da werde ich mich mal jetzt hinpflanzen. Tja, mein Platz. Sorry, ne? Ey, sag mal, setz dich nicht auf meinen Schoß. Dankeschön. So, 10 Uhr. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, wenn es abends ist, müsste was passieren. Ich hoffe mal, es passiert.
Falls nicht, dann, ja. Hey, hallo. Ich habe hier einen Lehrer. Nee, irgendwie passiert hier gerade gar nichts. Okay, gut, dann erzähle ich es euch, weil ich weiß echt nicht, wie ich das sonst machen soll. Einmal gehe ich nochmal rein. Und dann, ja. Hey, hallo, Mister. Wusstest du, dass ein Brahmin wegen der Strahlung zwei Köpfe hat? Das stimmt wirklich. Nicht vergessen, immer schön lesen. Es gibt ständig etwas Neues zu lernen. Nee, keine Ahnung, was jetzt hier Sache ist. Sag nie, dass... Okay, dann... Ich will jetzt nicht sagen, Mann. Obwohl ich das eigentlich schon bei meinem alten Fallout 4 Let's Play hatte. In Diamond City bist du sicher vor den Sims. Hoffe ich. Da hatte ich das auch schon gesehen. Es heißt, dass in den Boston Commons irgendein verrückter Vogel wohnt. Oder irgendwas in der Art. Die Boston Commons? Boston Commons. Boston Commons. Wo ist es? Ist gar nicht hier. Meine Karte wurde aber aktualisiert. Irgendein verrückter Vogel. Vielleicht Haus der Cabots. Das kann sein. Oh, Swans Teich. Ah, da weiß ich schon, was da ist. Das weiß ich noch. Finde Valentine. Ja, das mit dem Selbstvertrauen, das mache ich alles noch, ganz ehrlich. Da habe ich Zeit mit. Gut, dann sind wir jetzt hier, glaube ich, komplett fertig mit Diamond City. Dann können wir jetzt auch erstmal wieder abhauen. Piper lasse ich auch erstmal links liegen. Das kommt alles, wie gesagt, noch. Ja, dann kann ich es jetzt erzählen. Diese Edna und der Mr. Zwicky, die werden... War das so? Die werden nämlich heiraten, glaube ich. Weil Edna ist in diesen Mr. Zwicky verliebt. Und ich glaube, er halt auch, sonst würden sie nicht heiraten. Das ist logisch, macht Sinn. Außer es ist Zwangsheirat, aber das kann ich mir bei denen nicht vorstellen. Und ja, das habe ich damals in meinem alten Fallout-LP. Es ist sogar noch da. Also ihr könnt das gerne nochmal nachgucken, falls ihr das sehen wollt, wie das war. Ich glaube, die Folge hieß sogar irgendwas mit dieser Hochzeit. Irgendwas war da. Auf jeden Fall, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, okay, krass. Hätte ich erwartet, dass sie das auch mit reinnehmen, sowas. Aber klar, Liebe geht über alles. Irgendwie. Ich könnte jetzt keinen Roboter heiraten oder lieben, aber ne, jedem das Seine. Und irgendwie dauert es gerade ganz schön lange hier. Ah, nice. Und das mit der Piper-Story interessiert mich an sich eigentlich auch, ne? Vielleicht mache ich das danach irgendwann. Aber erstmal wollen wir Nick finden. So, und Nick ist irgendwo da hinten. Das heißt, wir gehen hier einfach mal rum. Ah, wir haben jetzt dieses Injektor-Ding. Stimmt ja. Kann man nicht mit schießen. Wo ist das? Maschinenpistole? Ah, das habe ich gar nicht drinne. Muss ja an sich auch nicht sein, unbedingt. So. So, es ruckelt wieder ganz schön. Na, jetzt geht's wieder. So, aber nichtsdestotrotz... Alter, dieses Ruckeln. Nichtsdestotrotz, wenn etwas in der Nähe ist, gehen wir doch hin. So, wie sie es bei Skyrim eigentlich machen. Nur, dass es bei Skyrim jetzt ein bisschen anders ist, weil da haben wir die Hauptsache schon durch. Oh. Guten Tag! Oh nein! Oh oh. Ich sehe die aber auch kaum, Eva. Komm, geh endlich! Oh, du bist ja gleich tot, Mann. Geht doch. Meine Güte.
Habe ich gerade gewundert, warum greift mich Dogmeat an, aber das war nicht Dogmeat. So, der ist weg. Ich sehe das Zielfernrohr gar nicht. Hä? Achso, da unten ist der. Nee, also ich sehe das Zielfernrohr so gut wie gar nicht gerade irgendwie. Das ist ein bisschen doof. Ne, dann nehme ich mal lieber die hier wieder. So, können wir mal gucken. Irgendwas besser? Nö. Die macht mehr Schaden. So, als meine Doppelläufige, ja. So, wo ist denn der legendäre Raider? Der ist gar nicht da. Oder war der hier oben auch? Alter, wieso ruckelt das denn so krass? Was ist denn hier los, ey? PS4 Pro, ne? Mhm. Man merkt's, man merkt's. Und weißt du, was ich auch merke? Dass die Folge schon längst vorbei ist. Wir sehen uns dann am Mittwoch, wegen Tag der Deutschen Einheit, wieder zu einer weiteren Folge Fallout 4. Ich hoffe, ich kann dieses Ruckeln irgendwie unterbrechen. Ich probiere da mal was. Und dann sehen wir uns wieder. Ciao.